sie drauf geht und der andere Hund wehrt sich oder schreit und rennt weg, dann hat sie ja in dem Moment wieder ja. So, ne? Heute haben wir eine ganz spannende Geschichte. Amstaff Terrier mit Hunden nicht so gut kann. Das wird spannend. Also zum heutigen Fall. Die gute Silke wird kommen mit der Jana. Das ist eine Amstaff Terrier Hündin. Und das ist eigentlich eine richtig krasse, zusammenhängende Geschichte. Ich muss mal gucken, wie weit ich spreche mit denen jetzt gleich mal, wie weit ich reden kann, wie die ganzen Umstände in der Familie sind. Das ist schon richtig krass. Und das ist eine Hündin, die halt bei Artgenossen extrem abgeht und auch Autos attackiert und macht. Und sie haben schon sehr, sehr langen Werdegang mit vielen Hundeschulen, Hundetrainern, so das Typische so bei uns. Und hat jetzt bei uns in der Zusammenarbeit richtig krasse Erfolge schon. Aber wie gesagt, wir werden sie jetzt gleich erstmal empfangen, mit ihr erstmal sprechen, inwieweit wir darüber reden dürfen und nicht. Das weiß ich nicht, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Aber das ist eine ganz spannende Geschichte. Bei der Autothematik, beim Ausrasten, wenn Autos kommen, da sind wir sehr, sehr gut dran. Wir schauen mal, ob wir das heute hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen nachstellen können, weil wir direkt an so einer großen Straße hier auch sind. Und was Artgenossenproblematiken angeht, müssen wir mal gucken, wo wir hier vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen können in einem gesicherten Rahmen. Wir schauen mal, wird spannend. Wir gehen mal ganz kurz in den Hundekindergarten, fragen, ob wir raus können. Weil ich auch gerade gesagt habe, Amstaff Terrier wird ganz spannend, Autos jagen, Trieb und so weiter, sieht man jetzt auch bei Alice. Die hat eine schöne Wassermacke. Ja, wenn man die nicht bremst, würde die ganze Zeit nur das machen, was sie jetzt macht. Perfekt. Reinspringen, schwimmen, reinspringen, schwimmen. Und das ist so ein Problem, was viele Terrier haben. Entschuldigung, ich habe gerade einen Bonbon im Mund, aber ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Das ist, dass die einen ganz schnellen Tick entwickeln können und krankhaft, dauerhaft irgendwas machen, so wie sie. Sie würde jetzt hier schwimmen. Und bei Gina, bei denen wir uns jetzt gleich angucken, das ist halt so Autojagen, ne? Und so eine Probleme. Und wenn man das nicht frühzeitig erkennt oder eine falsche Bahn lenkt, hat man halt ganz, ganz schnell ein richtiges Problem mit Terriern. Das ist ganz einfach so. Die gute Silke und die Jana, ich kann aber den Namen so schlecht aussprechen, Jana ist die Amstaff-Hündin und die gute Silke hat in ihrem Leben traumatische Erlebnisse gehabt und hat eine, ja, in Anführungsstrichen Krankheit und hat immer wieder Probleme, dann tatsächlich so da zu sein. So, mehr will ich dazu auch nicht sagen, geht ja auch groß keinem was an. Und Jana ist ein Hund, also ein Amstaff-Terrier, die natürlich rassebedingte Eigenschaften einfach mitbringt und wo vorher viel verkehrt gemacht wurde, viel falsch verstanden wurde, viel falsch in die Bahnen gelenkt wurde, dass dann im Endeffekt nachher Chaos entstanden ist. Ne? Ausrasten bei Männern, ausrasten an der Leine, ausrasten bei Autos, ausrasten bei Vögeln, ausrasten überall, extrem viel Unruhe. Und natürlich trägt ihr Umgang oder ihr Zustand natürlich dazu bei, dass die Hündin das Verhalten manifestiert. Und
ist ja auch in Therapie und sowas alles und hat aber durch uns, durch unser Coaching, also wir sind schon jetzt über 3 Monate bei uns, haben wir super mega Erfolge. Wir haben eben auch gerade im Vorgespräch schon mal gehört, sie ist jetzt noch ruhiger geworden, sie kann jetzt noch besser an Menschen vorbeigehen, Autos wird immer besser, weil wir so schöne kleinschrittige Abläufe gemacht haben. Heute, hier geht es darum, ihre Freundin wird sich auch bald einen Hund holen und sie wollen quasi die Hunde zusammenführen, dass wir das heute mal ein bisschen einschätzen. Wie schlimm ist das Verhalten gegenüber Hunden? Also auch hier werden wir jetzt natürlich mit Stoffhunden beginnen, nachher mit Alice oder Hey Hey abgesichert mit einem Maulkorb uns einfach mal einen Eindruck verschaffen, wie schlimm ist es, wie kann man die ganze Sache vielleicht angehen, dass die irgendwann gemeinsam auch spazieren können. Ich bin super mega stolz auf die beiden. Das haben die mit ihren Grundvoraussetzungen super gemeistert. Ja, richtig, richtig cool. Und jetzt schätzen wir erstmal hier drinnen wieder mit unseren Stoffhunden ein. Ich werde sie jetzt gleich mal korrigieren, um mal zu gucken, ob sie sich fangen kann. Also der erste Impuls war nicht schön. Ja. Jetzt nur mal gucken, ob sie das wütender macht. Ah, sehr gut. So, mir geht es jetzt nur darum, ich will sie jetzt mal festhalten, dass sie von dem Stress runterkommt. Eben war ein Moment, wo sie leiser geworden ist. Das ist dann immer so ein kritischer Moment, wo man sagen kann, ah, jetzt wird überlegt, nicht, dass ich jetzt gleich wieder attackiere. Was ich jetzt will, ist einfach nur, das hatte ich schon verstanden, aber ob es Momente gibt, wo sie halt noch auslösen könnte. Ne? Sehr gut. Ja. Hört ihr die Stimme? Ja, das ist. Ich sage jetzt wieder, lasst den Hund bitte in Ruhe. Der provoziert natürlich stark. Deswegen hört sie auch dann auf zu atmen. Hier. Die erste Attacke ist natürlich Kacke gewesen. Ja? Also da war sie auch kalt. Also kommt es deutlich, was halt in dem ersten Kontakt mit Hunden halt blöd sein kann. Ne? Was aber schön ist, was mir jetzt bis hierhin erstmal gefällt ist, dass der Kopf noch da ist. Also ne, ich verrenne mich nicht, ich raste nicht einfach völlig aus, ich bin nicht blind, ich bin nicht das. Kann natürlich in einer Sekunde kippen. Lass uns ganz kurz über diesen Begriff Kampfhunde oder so sprechen. Ich habe ja bei TikTok auf einen Kommentar reagiert, weil mich das manchmal ganz schön doll aufregt, dass diese Hunde, also diese typischen Pitbulls, Amstaff, ne, also wisst ihr ja, es kommt ja immer drauf an vom Gesetzgeber, was es soll jetzt Kampfhund sein oder Listenhund. Aber ich will ganz kurz darüber sprechen. Weil mich das stört. Es gibt nun mal diese Hunde, die halt so blöd sind. Und deswegen habe ich auf diesen Kommentar reagiert. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Es ist einfach traurig, dass solche Hunde da, oder wie in dem Video davor, immer als schlimme Tiere bezeichnet werden. Weil es liegt immer nur an der Erziehung. Eigentlich sind die alle so toll. Und nö, das lasse ich einfach so nicht stehen, weil dem einfach nicht so ist. Es gibt Hunde, die sind auch genetisch, alleine durch Zuchtlinien aus bestimmten Regionen, weil sie über Generation zu gewissen Kämpfen und so weiter auch ausgebildet worden und weitergezüchtet worden. Und diese Hunde sind nun mal brandgefährlich. Und die kann man nicht einfach so eine stinknormale Erziehung mitgeben und dann entwickelt sich nichts. Nein, das ist eine Lüge. Es gibt solche Hunde. Du kannst aus Mops nicht so eine Waffe machen, die losrennt und wirklich alles niedermetzt, zerstört und sich festbeißt und so lange, bis das Licht ausgeht. Und das ist einfach eine objektive Wahrheit. Kampfhunde, Listenhunde, Gesetze, bin ich auch kein Freund von. Es macht keinen Sinn. Aber trotzdem heißt das nicht, dass alle Amstaffs, Pitties toll sind. Oder Rotties oder Dobermänner oder Schäferhunde. Nein, es gibt eben ganz viele, die sind einfach nicht toll. Punkt aus. Und das hat nicht immer nur mit Erziehung zu tun. Es gibt Menschen, die erziehen ihre Hunde ganz normal und dann entwickelt sich trotzdem so etwas. Also hört auf, immer mit dem Finger darauf zu zeigen. Stellt euch doch einfach mal vor,
wie sich jemand fühlt, der einen Hund verloren hat, der totgebissen wurde durch solche Hunde. Fühlt doch mal rein, wenn Menschen, und das ist richtig schlimm, vielleicht sogar Kinder oder Angehörige verloren haben durch solche Hunde. Also hört auf, immer so einen Quark zu schreiben. Zusammenfassend ist es so, was ich dir eigentlich damit sagen will, ist, schau mal, natürlich halte ich nichts von Rasselisten, Listenhunde, weil es gibt genug Amstaffs, Pitbulls, Rottweiler, Schäferhunde, Dobermänner, die toll sind, die vernünftig erzogen sind, die auch rein genetisch extrem cool drauf sind, wo alles passt. Und natürlich sind das tolle Hunde. Aber es gibt nun auch die, die brandgefährlich sein können. Genetisch schlecht erzogen, aus schlechten Haltungen, aus schlechten Linien. Und das ist Realität. Und deswegen kann ich es nicht leiden, dass man A, diese Hunde pauschal für gefährlich erklärt. Und ich kann es aber genauso nicht leiden, dass man pauschal diese Hunde in den Himmel hebt und sagt, oh, immer der Mensch ist schuld, oh, immer ist das. Das ist halt Quark. Das ist einfach Quark. Es gibt halt die Hunde, die sind brandgefährlich. Punkt, aus, Ende. Jetzt geht's los. Jetzt holen wir die ersten richtigen Hunde hier am Zaun. Wir sichern sie jetzt erstmal über das Geschirr ab, noch nicht über den Maulkorb. Ich gehe schon mal los jetzt. Und dann schauen wir uns, wie es jetzt in echt aussieht.